Habe ich Landfill dabei? Nein, ich sehe keinen. Bau mal bitte Landfill. Und zwar... Also es muss von Land zugänglich sein, sonst kommen die Gegner nicht rauf und dann wäre es cheaten. So. Hier eventuell. So, passt das da? Jo, passt drauf. Den kann ich ja echt... Warte mal. Wo versteckst du dich, Landfill? Da. Du hast keinen Strom, sagst du? Ja, warte. So. Sehr gut. Und dann baue ich hier nämlich einfach einen ganz schmalen Weg rüber. Und dann habe ich eine Verbindung. Das ist okay. Mehr Landfill. Not enough ingredients. Zack. Da muss ich auch nicht mal diese Mauer so komisch zerhauen und so weiter. Das ist dann schon ganz praktisch. Das heißt, wir bräuchten jetzt hier irgendwo noch einen Roboport. Ja, hier ist schon okay. Sehr gut. Gebusch, Gebusch, Gebusch. Weg mit euch, Bäume. Weg, weg, weg mit euch. Da. Ach, da ist schon einer. Ja gut, das ist jetzt halt so. Und das sieht nicht schön aus. Ich denke, ich werde das später alles zumachen. Und dann eine komplette Mauer rüberziehen. Ja. Dann habe ich gar keine Schuldgefühle mehr. Weil momentan habe ich hier Stücke, die halt gar nicht beschützt werden müssen, weil keiner durchkommt. Wobei, man hat ja auch öfters natürliche Schutzquellen. Also man ist halt am Wasser, dann weiß man, man kann von dort nicht angegriffen werden. Ja, ja, ist okay. Also wir können jetzt das Kupfer von, die Kohle von da hinten abholen. Und ich werde jetzt auch hier versorgt, das ist sehr schick. Aber die sind gerade umgedreht, weil sie nicht genug Strom hatten. Das ist ein Problem. Ja. Energy Consumption 600 Watt plus 1 Kilojoule pro Meter. Aber wie viel Energie haben die dann? Construction Bot MK2. Also das sind die falschen Bots, das weiß ich. Aber ich gucke nur vom Prinzip her. 600 Watt plus 1 Kilojoule pro Meter, die sind genauso. Logistikbot. 600 Watt plus 600 Joule pro Meter. Ah, okay, da macht es wirklich einen Unterschied. Ja, und was machen die normalen? Haben die normalen auch so eine Anzeige? Wo auch immer die sich normalen verstecken. Da. Ja, die kosten noch mehr. Also die besseren Bots scheinen anscheinend nur weniger zu verbrauchen. Was ja schön und gut ist, aber es wäre mir eigentlich wichtiger, dass sie schneller sind, mehr transportieren können oder einen größeren internen Puffer haben. Na gut, lass ich mich erstmal füttern. Nom 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 nom. Und baue währenddessen Sandsäcke und so. Und Lasertürme. Oh, stimmt, wir wollten noch überall hier Lasertürme verteilen. So. Das war eigentlich auch mehr als drei. Drei war ja nur erstmal die Notlösung. Damit überall was ist. Da oben waren die Mauern schon. Na, da waren auch noch Lücken. Keinen Türmen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Da hat irgendein Verrückter eine Lampe davor gebaut. Da, die Lampe kann zerstört werden. Silber ist komplett abgebaut worden. Es sind 33 Stück geworden. Ja, das, ja. Oh. Nee, da hat nicht ein Verrückter das davor gebaut. Da hat ein Verrückter die Lampe abgerissen und die Türme dahinter gebaut. Was auch nicht viel besser ist.
du weg. So. Da. Gut. Wir können da hinten ein bisschen was abbauen an Türmen. Weil das ist ja jetzt nicht mehr der Hauptangriffspunkt. So. Viel besser. Und wir haben jetzt fast eine durchgehende Reihe an Lasertürmen hier. Und es ist nicht mehr übertrieben, das ist ja das Kranke. Aber hier, guck mal, was da alles Schönes liegt in Ressourcen. Das will ich alles haben. Ich will es aber gerne so bauen, dass ich mit zwei Item-Kollektoren auskomme. Das heißt, ich hau mal ein hier hin und tue das direkt in die Storage Chest. Ja, warum nicht? So. Und dann gucke ich, sobald er fertig ist mit Arbeiten, ob da unten oder da oben noch Leichen liegen. Und das gleiche mache ich hier. Ja, ein bisschen weiter noch nach hier. Genau. Da ist okay. Gleiche mache ich da. Und das kommt auch in eine gelbe Kiste. Gelbe Kiste. Storage Size 72. Storage Size 48. Da lohnt sich das echt schon, die zu nehmen. Aber es sind halt blaue Chips und die sind so ein bisschen, ne, dekadent. So, Leichen werden transportiert. Wie viele Roboter haben wir? Es sind nicht wirklich mehr geworden seit der letzten Zählung. Es sind nur 228. Die letzte Zählung war, glaube ich, 221 oder so. Das heißt, irgendwas läuft bei Skynet falsch. Oder es täuscht die Zahlen vor. Ich denke mal eher Ersteres. Das heißt, das sollte ich mir eigentlich gleich mal angucken. Was sagt unser Kupfer? Kupfer schaut gut aus. So. Passive Kiste. Setz mal eine passive Kiste dahin. Füll die mit. Kannst du komplett füllen, oder? Ja, füll die komplett. Und dann sagen wir jetzt, irgendwo unten hätten wir gerne die Requester Chest. Und die soll dann das Förderband beliefern, das bisher die ganze Kohle verbraucht. Also für Plastik und für das andere, für Lava-Erhitzung. Weep, 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 da unten Angriff, gut. So, ordentlich Licht überall. Sehr gut. Ich denke, abgesehen von noch mehr Türmen, ist die Basis soweit ganz okay. Roboter absetzen. Oh, ich kann ein bisschen aussortieren hier in der Kiste. Leichen, 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 Leichen. Tungsten, Silber. Kupferkabel, Lasergewehr. Zeug. Obwohl, Stein brauche ich. So, das reicht schon. So, Knochen und Chitin wird da gerade eingelagert. Ach genau, ich wollte gucken, ob oben und unten noch Leichen liegen. Das sind Büsche, richtig? Ich glaube schon. Das da ist Blätter, aber da sind keine aufnehmbaren Leichen. Nö, also unten scheint okay zu sein. Und oben so weit auch. Okay. Ich würde aber gerne nachgucken, wie viele Chunks von Emeralds und so ich bisher habe. Saphir. 3 Saphir-Chunks, 4 Saphir-Chunks und 7 Ruby bisher. Aber gut, ich denke, die Fabriken werden auch noch eine Weile am Arbeiten sein. Aber die gucke ich mir jetzt an. Ich gucke mir sowohl die Leichenverarbeitungsfabriken an. Oh, hier muss auch Licht hin. Sowohl die Leichenverarbeitungsfabriken an, als auch die Scanner-Geschichte. Weil es halt echt komisch ist, dass so wenig mehr Roboter geworden sind. Die letzten Sprünge waren ja immer eben so 30 mehr, 40 mehr und so weiter. Ach, die Granaten.
Ihr seid alle am Arbeiten. Will ich euch doch mal Geschwindigkeitsmodule geben? Ja, will ich. Oder momentan wirklich in einem Ressourcen- und Technologiekampf mit den Beißern sind. Und da will ich nicht hinterherhängen. So. Go, go, go. Also, Leichen. Dich ersetzen. So. Speedmodule. Speedmodule. Die hier sind nicht mehr am Arbeiten. Ah, doch, da. Große und kleine. Aber das ist auch eine Frage. Also ob später ganz, ganz im High-End-Bereich, ob dann nur noch diese super, mega Riesenmonster kommen oder ob dann auch trotzdem noch bei jeder Angriffswelle so und so viele kleine, mittlere und große dabei sind. Müssen wir mal gucken. Ja, also Edelsteine können wir erst weiterverarbeiten, wenn wir das erforscht haben. Richtig oder habe ich da schon was? Nee, ich habe die schon. Oh, sehr schön. Ja, wie war das? Bau mal von jedem ein. Dann machen wir es genauso wie letztes Mal. Wir probieren es einfach aus. Und ich suche mir einen Platz dafür aus. Ist eigentlich vollkommen egal wo, oder? Es muss nur im Roboter-Einzugsbereich sein. Ja, es sollte zentral sein, damit die Roboter nicht zu weit fliegen müssen. Ich denke mal hier. Machen wir das mal alles weg. Machen wir hier ein paar Strompfosten hin. Dann ist gut. Oh, die Roboterschlange wird immer länger. Was willst du denn? Ach stimmt, die Kohlekiste wollten wir noch setzen. Hier. Eine Kohle. Das wird jetzt die große Gefahr. Oh, wir haben nur 50 Roboter, die nichts zu tun haben. Wie mache ich das? Ich muss es irgendwie reduzieren, wie viele Roboter dran arbeiten. Ah, ich mache das so. Ja, die Kiste ist jetzt doof. Ich müsste das jetzt alles... Gib mir mal alles, was du an Kohle hast und tu es wieder rein. Gib mir alles... Ah, das nimmt immer nur von oben. Also ich müsste jetzt alles umschichten, dann müsste ich es so machen, begrenzen also. Und dann packe ich daneben eine, was nicht geht, doch, das brauchen wir gar nicht mehr hier. Dann hätte ich hier gerne eine Requester Chest für Kohle. Wo ist die? Kohle. Und zwar hätte ich gerne, sagen wir mal, 100 Stück. Das beschränke ich dann auf 1. Oh, 200 passen rein. Nein, Stack. Ja, okay, dann 200 Kohle. Und die werden dann da reingelegt. Das heißt, wenn das Ding hier voll ist. Ja, das Ding arbeitet jetzt durchgehend, weil es. Unternehmen ist die Provider Chest, ja. So wird das nicht klappen, Jungs. Das klappt so nicht. Warum liegt denn ein Gamcrusher auf dem Boden? Achso, weil ich den gebaut hatte, während das da steht. Das ist völlig gaga, was ich hier gerade mache. Okay. Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Sobald das hier leer ist, ist da keine Kiste mehr. Beziehungsweise wir brauchen da keine Kiste mehr. Ab diesem Zeitpunkt brauchen wir dann... Wo genau muss die Kohle eigentlich hin? Kohle muss eigentlich zum Plastik. Und zur Lava hier hinten hin. Das heißt, eigentlich müsste ich hier eine Kiste hin mit... Gib mir Kiste. So, hier muss eine Kiste hin. Die legt da Kohle rauf und du hättest gerne immer 200 Stück. Bis beschränkt, so.
Das wird sich gleich auf 200 füllen. Danach hat es nichts zu tun, weil es sich hier halt staut. Wo ist Plastik? Da hinten ist Plastik. Du hast schon eine Kiste. Die ist auch schon beschränkt. So. Und sonst haben wir gar keine Abnehmer für Kohle direkt, richtig? Also die Granaten noch, aber die benutzen wir ja nicht. Wird hier irgendwo Kohle abgenommen? Schwefelproduktion? Ist Petroleumgas? Nee. Das heißt, den ganzen Kladderadatsch da unten brauchen wir gar nicht. Das hier. Das ganze Fließband brauchen wir nicht. Wir brauchen die ganzen Kisten gar nicht. Es reicht, wenn wir die eine Provider-Chest da oben haben, bei der Kohlebasis. Und hier unten die zwei Requester-Chests. Ja, mach das da mal weg. So. Und ich speichere jetzt erstmal und wir sehen uns gleich wieder.